Im letzten Video über Gadgets aus China, vielen haben solche Musikboxen gefallen und wir haben solche in Form eines Schlüsselanhängers ausgegraben. Sie ist so klein. Man muss sie mit dem Hebel aufziehen und Mechanismen und Zahnräder beginnen sich im Inneren zu drehen und einen Ton machen. Der Ton wird übrigens lauter, wenn man sie beispielsweise auf einen Tisch stellt. Der ganze Tisch beginnt zu klingen. Der Schlüsselanhänger ist sehr klein, man kann ihn mitnehmen oder am Rucksack einfach befestigen. Xiaomi hat eine sehr interessante Version einer solchen Taschenlampe hergestellt. Es sieht sehr schön aus und es leuchtet übrigens hell genug. In fast völliger Dunkelheit kann man leicht eine dicke Katze finden. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Es wird über Type-C-Port aufgeladen und das Beste daran ist, dass es ein Smartphone aufladen kann. Natürlich wird es nicht vollständig aufladen, aber im Notfall soll es bis zu 30% aufladen. Sie werden einfach nicht erraten, was es ist. Na, irgendwelche Varianten? Nein, keine Taschenlampe und kein Powerbank. Okay, vielleicht so? Nein, kein Einlauf. Das ist eine tragbare Desinfektionslampe. Durch Drücken des Knopfes leuchten die beiden Röhren im Inneren der Glühbirne mit einem hellen Licht und beginnen ultraviolette Strahlen auszusetzen, die sich nachteilig auf Bakterien auswirken. Wo kann sie verwendet werden? Ja, wo immer du es vorstellen kannst. Zum Beispiel man kann eine Katze desinfizieren. Obwohl nein, steht auf dem Aufkleber, dass es besser ist, dieses Ding nicht auf Lebenswesen und Pflanzen zu richten. Dann können wir unsere Schuhe desinfizieren, indem wir die Lampe hineinlegen. Die Bakterien sterben ab und der schlechte Geruch sollte verschwinden. Ich denke, 2 Minuten für jeden Schuh sollte ausreichen. Und am Ende können wir zum Beispiel Wasser desinfizieren. Ja, direkt aus dem Schuh heraus, denn an der Lampe selbst befinden sich definitiv keine Bakterien. Sowas wird irgendwo auf einer Wanderung besonders nützlich sein, wenn man Wasser aus dem Bach nimmt und keine Zeit zum Kochen hat. Super coole Sache, es kann überall nützlich sein. So ein cooler Bleistift haben die Chinesen erfunden. Er kann die Spannung in Kabeln suchen. Schaut mal, wir richten auf Katze? Na und? Richtig, und nichts, denn die Katze kann Entspannung haben. Aber wenn die Spitze des Stiftes an der Draht eine Lampe halten, beginnt er zu piepen und signalisiert, dass der Draht unter Spannung steht. Hier geht die Spannung von unten nach oben an die Lampe. Und jetzt unterbrechen wir diesen Stromkreis und ausschalten. Prüfen wir erneut, bis zum Schalter piept das Gerät und dann hört auf, da dort keine Spannung gibt. Wir haben sogar die Schalter nach Strom überprüft. Ein sehr einfaches und nützliches Gadget. Und so etwas sollte meiner Meinung nach in jedem Haushalt sein. Es hat übrigens eine Taschenlampe. Wir haben dieses Jahr so einen coolen mehrstufigen Kratzbaum für Cookie gekauft. Ich kann mich noch erinnern, wie teuer es war. Aber es scheint, dass jemand einen zu großen Bauch hat. War zu schwer und beim Spielen den oberen Teil gebrochen. Na super, Cookie. Was sollen wir jetzt machen? Du machst es kaputt und ich soll es reparieren? Na gut, so ein Stück Befestigung ist am Boden des Teils abgebrochen. Und extra dafür habe ich 2 solche Tuben bestellt, die alle Art von Schäden hervorragend reparieren. Es sind 2 Komponenten des Epoxyklebers. Natürlich kann man es im Baumarkt kaufen, aber dort sind die Tuben 5-mal kleiner und 10-mal teurer. Man muss den Inhalt der Tuben in gleichen Mengen, zum Beispiel auf ein Stück Pappe ausdrücken, dann mit einem Stäbchen bis zu einer homogenen Masse umrühren. Jetzt mit demselben Stäbchen alle Stellen, die wir kleben möchten, anschmieren und setzen diese Puzzle zusammen. Wir haben es so geklebt. Nicht sehr schön, aber Schönheit ist hier nicht gefragt. Wir lassen die ganze mehrere Stunden aushärten und tragen den Rest des Epoxys auf Isolierband auf, damit wir später sehen können, wie hart es ist. Und am Morgen wurde es wie ein Stein. Es war unmöglich, es mit den Händen zu zerbrechen. Nur mit einem Hammer ging es. Wirklich sehr stark. Jetzt schrauben wir unsere Kratzbaum wieder fest und alles wie neu. Der Kleber hält der Belastung selbst eine dicke Katze.
In früheren Videos haben wir solche Mauspads gekauft, stilisiert als alte Teppiche. Jetzt ist die Zeit, auf den nächsten Level zu kommen. Wir haben so ein Rohr bestellt, in dem ein riesiger König aller Teppiche zusammengerollt liegt. Schaut euch diesen Giganten nur an. Er sollte nicht nur für eine Maus, sondern auch für eine Tastatur reichen. Die Kanten des Teppichs sind genäht. Der untere Teil ist gummiert. Und im Inneren war für uns so ein Bonus. Wir wollten es an Cookie aufhängen, aber der Hals war zu dick. Legen wir es auf den Arbeitsplatz, an dem alle unsere Videos bearbeitet werden. Und es sieht gut aus. Die Hände werden bei Hitze nicht mehr an den Tisch kleben. Es sieht gemütlich und edel aus. Ich werde mich wie ein Sultan auf einem Teppich fühlen. Ich zeige euch schnell coole Löffel, die in Form von Schaufel hergestellt sind. Sie sind natürlich nicht super hochwertig, aber sie sehen sehr cool aus und es wird möglich, deine Gäste zu überraschen mit so lustigem Besteck. Und als letzte kommen zwei Gadgets, die meine Wissen von Löten komplett ruiniert haben. Zuerst kommt dieser feurige Stift. Es kann verschiedene Zwecke haben, einschließlich Löten. Füllen wir es mit Gas, mit unserem selbstgemachten Spritznadeladapter, den wir in einem der Videos gemacht haben. Fertig, wir bekommen eine kleine und klare Flamme an der Spitze eines praktisch geformten Geräts. Und jetzt ist das Interessanteste, diese Masse zum einfachen Löten. Um zu sehen, wie es funktioniert, legen wir es auf zwei Drähte, stecken sie zusammen und erhitzen. Seht ihr, wie die Masse zum Metall wird und die beiden Drähte fest miteinander verlötet? Fuck, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Wahrscheinlich hat diese Masse kleine Teile von Metallpulver, die beim Erhitzen miteinander verschmelzen und auf den Drähten verbleiben. Das ist eine Art Magie, Freunde. Alle Links zu Gadgets in der Beschreibung.